In diesem Video zeige ich, wie man den kürzesten Abstand eines Punkts von einer Parabel berechnet. Wir beginnen mit einem einfachen, konkreten Zahlenbeispiel. Wir nehmen eine Normalparabel f von x ist gleich x² und einen festen Punkt p, 3 Stab 0, der auf der x-Achse liegt und wollen von dem den kürzesten Abstand d von der Parabel berechnen. Wir werden sehen, dass bereits mit diesem einfachen Zahlenbeispiel die Rechnung erstaunlich kompliziert wird. Und den allgemeinen Fall einer beliebigen Parabel und eines beliebigen Punkts werde ich in einem zweiten Video zeigen. Aber an diesem bewusst einfach gewählten Beispiel will ich mal drei verschiedene Berechnungsmethoden zeigen im Vergleich. Die erste Methode wäre, indem wir den Schnittpunkt der Parabel mit einer dazu orthogonalen Geraden bestimmen, der sogenannten Normalen. Wir sehen, dass durch eine solche Normale wir hier den kürzesten Abstand zum Punkt P erreichen können. Die zweite Methode wäre, indem wir den Abstand d in einem klassischen Extremalproblem minimieren. Und die dritte Methode wäre die Optimierung dieses Abstands mit einem sogenannten Lagrange-Multiplikator. Die ersten beiden Methoden, die lernt man üblicherweise in der Schule schon. Die dritte Methode ist mehr etwas für die Universitäten. So, beginnen wir mit der ersten Methode. Wir wollen hier eine Normale bestimmen, die orthogonal zur Parabel steht und durch den Punkt P verläuft. Dazu bilden wir eine allgemeine Tangente an irgendeinem Punkt der Parabel in einem Schnittpunkt S, der die x-Koordinate u und die y-Koordinate f von u hat. Und wenn diese Normale dann durch den Punkt P verläuft, haben wir hier durch diese beiden Punkte den kürzesten Abstand gefunden. So, wir beginnen also mit der Steigung dieser Tangente. Das ist ja einfach die Steigung dieser Tangente, ist die erste Ableitung von dieser Funktion, also 2x. Und wenn wir hier unseren Punkt u an der Stelle u einsetzen, bekommen wir also ihre Steigung 2u. Und die Steigung der dazu orthogonalen Gerade ist ja bekanntlich der negative Kehrwert von der Tangente, also minus 1 durch 2u. Nun können wir daraus die Gleichung der Normalen aufstellen. Wir nennen diese Normale mal n von x. Dazu brauchen wir die Steigung. Dann kann man eine Geradengleichung ja so aufstellen, indem man hier die Variable x minus einer festen Stelle u berechnet und dann den y-Wert an dieser Stelle noch hinzuzählt. Na, das ist so die übliche Formel, wie man eine Geradengleichung aufstellen kann, wenn man einen Punkt und eine Steigung kennt. So, nun setzen wir die Steigung hier ein und den y-Wert an dieser Stelle bekommen diese Gleichung. Und damit diese Normale jetzt durch den Punkt P, den festen Punkt P verläuft, können wir ja seine x- und y-Koordinaten hier einsetzen. Das y ist gleich 0. Und das x setzen wir 3 ein, dann bekommen wir die Gleichung, wie sie hier steht, die wir nach u auflösen können. Dazu multiplizieren wir erstmal die Gleichung mit 2u, sodass dieser Bruch hier verschwindet. Dann bekommen wir von hier 2u hoch 3. Von hier bekommen wir ein plus u und von hier bekommen wir eine minus 3. Hier sehen wir, das ist eine Gleichung dritten Grades. Die kann man nicht mehr ohne weiteres lösen. Wir können nur eine Nullstelle erraten. Da sehen wir, das ist u gleich 1. Wenn wir hier 1 einsetzen, haben wir 2 plus 1 gibt 3, minus 3 gibt 0. So, wir überzeugen uns an der Skizze, dass wir hier bei u gleich 1 den Schnittpunkt der Normalen mit unserer Parabel bekommen. Um sicherzugehen, dass es nicht noch weitere Lösungen dieser Gleichung gibt, führen wir eine Polynomdivision durch. Wir teilen diesen Term durch u minus 1 und erhalten dieses Restpolynom hier, das wir nochmal mit der PQ-Formel untersuchen können, ob es noch weitere Nullstellen gibt. Setzen das hier ein und stellen fest, die Wurzel wird negativ, sodass es hier keine weiteren Lösungen dieser Gleichung gibt.
Wir sehen also, der Schnittpunkt mit u gleich 1 und y gleich 1 liegt genau hier und der bildet den kürzesten Abstand zu unserem festen Punkt P. Und jetzt können wir mit der Punktabstandsformel einfach den Abstand d ausrechnen. Das ist Differenz der x-Koordinaten plus Differenz der y-Koordinaten jeweils zum Quadrat. Bekomme Wurzel 5 oder 2,24 Längeneinheiten als kürzesten Abstand. So, das ist das Ergebnis der ersten Methode. Jetzt schauen wir mal, wie es mit der zweiten Methode aussieht, einem Extremalproblem. Also die Idee ist, dass wir hier einen beweglichen Punkt S haben und je nachdem, wo wir den hinlegen, bekommen wir dann einen anderen Abstand d, der von diesem Wert u abhängt und wir wollen einfach den Punkt S so variieren, dass der Abstand d minimal wird. Ihr kennt das übliche Rezept, wie man ein Extremalproblem löst. Man stellt erstmal die sogenannte Hauptbedingung auf, also das, was minimal oder maximal werden soll, wäre hier unser Abstand d. Den können wir mit der Punktabstandsformel schreiben, ist Differenz der beiden x-Koordinaten zum Quadrat und die Differenz der beiden y-Koordinaten. Koordinaten zum Quadrat soll minimal werden. Dann brauchen wir noch die Nebenbedingungen. Die legt uns fest, die Beziehung zwischen den beiden Variablen u und y. Einfach dadurch, dass dieser Schnittpunkt auf der Parabel liegen muss, muss ja gelten, y ist gleich u Quadrat. Nun setzen wir diese Nebenbedingungen in die Hauptbedingung ein. Und das Ergebnis ist die sogenannte Zielfunktion, die jetzt nur noch von einer unbekannten u abhängt, die dann so aussieht. Das können wir noch vereinfachen, indem wir diese Klammern unter der Wurzel auflösen. Bekommen wir hier einen Ausdruck vierten Grades. Und wenn wir nun diese Funktion nach u ableiten und gleich 0 setzen, dann bekommen wir das Extremum, also den kürzesten Abstand d. Um diese Funktion abzuleiten, brauchen wir die Kettenregel, denn wir haben hier eine innere Funktion und die äußere Funktion ist die Wurzel. So, Kettenregel, innere Ableitung mal äußere Ableitung. Die innere Funktion abgeleitet gibt 4u hoch 3 plus 2u minus 6. Und die äußere Ableitung, ihr wisst, die Wurzel abgeleitet gibt 1 durch 2 mal die Wurzel. Wurzelinhalt bleibt dabei unverändert. Muss gleich 0 sein. Das sieht kompliziert aus, aber wir können hier relativ einfach die Nullstellen finden. Mit dem Satz vom Nullprodukt. Ein Produkt ist dann 0, wenn entweder der erste Faktor 0 ist, diese Klammer, oder der zweite Faktor, dieser Bruch. Der Bruch kann nicht 0 werden, denn im Zähler sehen wir hier eine 1, die hat keine Nullstelle. Also brauchen wir nur den ersten Faktor hier zu betrachten. Wann ist der gleich 0? Ja, wir nehmen den, teilen den noch schön durch 2, damit es einfacher wird. Und bekommen wieder unsere Gleichung dritten Grades, dieselbe wie von vorhin. Das heißt, auch hier bleibt uns nichts anderes übrig, als die erste Nullstelle zu raten. Weitere Nullstellen gibt es nicht, wie wir schon gesehen haben, sodass wir auch hier auf unseren Schnittpunkt 1 Stab 1 als kürzesten Abstand zu P kommen und d erhalten wir, indem wir diesen Schnittpunkt hier einsetzen, wieder zu 2,24 Längeneinheiten. Also wir sehen, es war ein etwas anderes Verfahren, kommen aber genau zu dem gleichen Ergebnis. Und als dritte Methode möchte ich die Optimierung mit einem Lagrange-Multiplikator zeigen. Wir fassen die Funktion d, also den Abstand, jetzt als Funktion von zwei Variablen, x und y, auf, die natürlich hier von der gewählten Punkt S abhängen und variieren x und y so, dass eben d minimal wird. So, das funktioniert wieder, indem wir die Hauptbedingungen aufstellen, also das, was minimal werden, das kennen wir schon. Und die Nebenbedingungen y ist x gleich 2, die stellt man jetzt für die Lagrange-Methode so um, dass man hier eine Gleichung mit einer 0 auf der rechten Seite bekommt. Daraus bildet man nun die sogenannte Lagrange-Funktion L. Die setzt sich zusammen aus der Hauptbedingung, also diesem Ausdruck, plus einem Parameter Lambda mal der Nebenbedingung.
Das ist der berühmte Lagrange-Multiplikator Lambda. So, ich habe hier die Klammern mal ausmultipliziert, das sieht dann so aus. Und unsere Nebenbedingungen mal den Parameter Lambda. So, dann haben wir hier unsere Lagrange-Funktion. Nun geht man so vor, dass man diese Funktion einmal nach x ableitet, einmal nach y ableitet, einmal nach Lambda ableitet und alle drei Ableitungen gleich 0 setzt. Wir beginnen mit der Ableitung nach x. Wir sehen, dass wir auch hier wieder mit der Kettenregel vorgehen, also unter der Wurzel abgeleitet gibt 2x minus 6, 9 fällt weg, y² fällt weg, weil wir ja nach x ableiten. Und dann kommt aber noch der Bruch aus der äußeren Ableitung, Wurzel abgeleitet, 1 durch 2 mal die Wurzel. Den Wurzelinhalt habe ich mal hier ausgelassen, der spielt ja keine Rolle. Und der zweite Summand abgeleitet gibt hier 2x mal Lambda, steht hier. Und y abgeleitet fällt komplett weg. Das soll 0 sein. So, jetzt kommt die Ableitung der Lagrange-Funktion nach y. Also das hier, das fällt alles weg. Von hier kriegen wir 2y mal Ableitung der äußeren Funktion 1 durch 2 mal diese Wurzel. Und diesen Term abgeleitet, x² fällt weg. Hier bekommen wir als Ableitung minus y. Muss 0 sein. Und als drittes noch die Ableitung nach Lambda, dann fällt dieser Term komplett weg, weil er gar keinen Lambda hat. Und hier bleibt einfach x² minus y stehen. So, die beiden Gleichungen lösen wir mal auf. Wir sehen, hier können wir das Lambda leicht rausbekommen, indem wir es auf die andere Seite bringen. Sieht dann so aus. Und hier bringen wir das x² auf die andere Seite. Sieht es so aus. Nun haben wir unsere drei Lagrange-Bedingungen, die müssen wir jetzt zusammenbauen. Das funktioniert, indem wir dieses y hier einsetzen. Und das Lambda, das wir dann hier rausbekommen haben, das wandert in diese Gleichung. Alles zusammengebaut sieht unser Lx dann so aus. Wir erkennen, dass wir hier die Wurzelbrüche einfach streichen können, also durch diesen Bruch dividieren. Dann rechnen wir das hier noch zusammen und bekommen wieder unsere berühmte Gleichung dritten Grades mit unseren schon bekannten Gleichungen und dem gleichen Ergebnis. Ja, Fazit von dem Ganzen: drei gleichwertige Verfahren führen alle zum gleichen Ergebnis. Problematisch ist in allen Fällen diese Gleichung dritten Grades.